Und ein Land, auf das wir in den letzten Tagen und Wochen ganz besonders geschaut haben, ist Österreich. Dort ist die Pandemie ein bisschen früher angekommen. Sie sind ja auch näher an Italien. Und deshalb waren sie uns immer so grob 2 Wochen voraus. Und deshalb war für die deutsche Politik ganz, ganz wichtig, was in Österreich passiert und wie dort gehandelt wird. Und es wurde gehandelt, und zwar sehr entschlossen. Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, hat dort die Krise in Schach gehalten und hat Corona zurückgebremst. Und mit ihm sprechen wir jetzt. Ich freue mich, dass er uns zugeschaltet ist. Er ist ein alter Freund der Jungen Union und jetzt Bundeskanzler von Österreich. Lieber Sebastian Kurz, herzliche Grüße nach Wien. Hallo Fabian, schön, dass wir uns sehen. Ja, ich will direkt einsteigen. Ihr habt ja sehr, sehr früh reagiert in Österreich und der Erste dort zu sein, mit harten Maßnahmen in den Alltag der Menschen zu gehen, ist ja nicht ganz einfach. Wie war das für euch? Naja, die Woche der Entscheidung, das war eine ziemlich harte Woche, weil Corona ist da in Europa ja noch nicht wirklich angekommen gewesen. Es war in vielen Ländern noch gar kein Thema, es war in manchen Ländern kaum ein Thema. Und wir haben gemerkt, dass die Zahlen steigen, dass sie exponentiell steigen. Und wir haben Gott sei Dank zu einem Zeitpunkt reagiert, wo die Ansteckungszahl in Österreich noch relativ gering war. Aber die Wachstumsrate war so steil, dass es, glaube ich, richtig war, so früh zu reagieren. Heute sind wir froh drüber. Damals war es eine gewisse Herausforderung und vor allem Überzeugungsarbeit, weil viele das damals natürlich kritisch gesehen haben. So, jetzt steht man vor diesem Virus. Wir kennen es inzwischen ja besser als noch vor ein paar Wochen. Wie kam es dann zu diesen konkreten Maßnahmen, auch mit der recht strengen Ausgangssperre im Vergleich zu Deutschland bei euch in Österreich? Naja, wir haben natürlich in Österreich auch viele Experten und Virologen, die uns beraten, die teilweise damals noch auch untereinander unterschiedliche Meinungen hatten. Heute weiß man viel mehr über das Virus. Uns hat damals irrsinnig geholfen, der Austausch mit anderen Ländern, vor allem auch mit asiatischen Ländern, die einfach früher dran waren, mehr Erfahrung hatten. Und die haben uns zum einen gewarnt und zum anderen haben wir versucht, auch uns anzuschauen, was haben die gemacht. Und haben vieles der Maßnahmen einfach aus Asien auch kopiert. Damals war es ein gewisses Risiko, das so zu machen. Heute bin ich froh, dass wir es getan haben, denn hätten wir zugewartet, dann wäre Österreich wahrscheinlich relativ schnell auch in eine Situation gekommen wie Italien, Spanien, Frankreich und andere Länder, die es deutlich härter erwischt hat. So, jetzt gibt es keine einfachen Entscheidungen in dieser Krise. Die Gesundheit muss geschützt werden, aber ich habe es eben gesagt, die Einschnitte in den Alltag sind sehr, sehr stark. Wie haben die Österreicherinnen und Österreicher auf die Maßnahmen reagiert? Extrem gut. Die Menschen haben die Maßnahmen total vorbildlich mitgetragen. Wir waren eigentlich selbst überrascht, wie schnell es dann auch wieder gegangen ist, die Ausbreitung der Krankheit unter Kontrolle zu bringen. Ich würde sagen, das hat extrem gut funktioniert. Wir haben in Österreich mittlerweile Ansteckungszahlen von deutlich unter 100 pro Tag in absoluten Zahlen. Also nicht einmal 100 Neuinfizierte kommen pro Tag dazu. Wir müssen schauen, ob uns das auch weiter so gut gelingt, wenn wir unser System jetzt wieder hochfahren. Aber bei uns sind mittlerweile doch seit einiger Zeit die Geschäfte wieder geöffnet und die Ansteckungszahlen sind nach wie vor auf ganz niedrigem Niveau. Und hoffentlich bleibt das auch so, wenn wir jetzt weiter hochfahren. So, man sagt natürlich, oder die Kritiker sagen, wenn man das so schnell wieder runterfährt, bleibt einfach nur die Krankheit weiter in der Bevölkerung. Und viele weisen dann immer wieder nach Schweden und sagen, die Schweden, die haben diese Wirtschaftsprobleme gar nicht, die nehmen das alles ganz locker. Was entgegnet man solchen Kritikern, die Schweden als Gegenbeispiel anführen? Ich glaube, es wird ein bisschen zu stark versucht zu sagen, Österreich, Deutschland, das ist der eine Weg und Schweden, das ist der andere Weg. Man muss ein bisschen differenzierter hinschauen. Es gibt zum Beispiel einen großen Unterschied einmal zwischen Italien und Spanien und im Vergleich Deutschland und Österreich. Bei uns war nie die Industrie geschlossen, bei uns war nie die Produktion geschlossen. Und ich glaube, dass das extrem wichtig war, um da den wirtschaftlichen Schaden etwas zu reduzieren. Auf der anderen Seite, wenn man nach Schweden schaut, ist es ja falsch, wenn man so täte, als wäre dort die Situation ganz normal. Auch in Schweden gibt es massive Einschränkungen. Manche sind halt keine Gesetze, sondern nur Empfehlungen. Aber auch in Schweden sind viele im Homeoffice. Die Lokale, die Geschäfte sind deutlich schlechter besucht. Also das Leben ist ja nicht so, wie es bei uns vor der Krise war. Der letzte Punkt, und das ist, glaube ich, aber der problematischste,
was die wirtschaftliche Situation betrifft, zeigt sich, es ist eine globale Krise. Ganz gleich, wie man als Land reagiert, man kann vor der globalen wirtschaftlichen Auswirkung nicht davonlaufen. Und wenn man sich die Prognosen anschaut zum Beispiel, dann ist die Prognose, was das Minus im BIP betrifft, für Schweden eine ganz ähnliche wie für andere Länder und Österreich zum Beispiel, obwohl sie einen scheinbar ganz anderen Weg gehen. Ich habe es eben schon gesagt, ihr seid in gewissermaßen auch Vorbild für uns und auch Vorreiter. Jetzt ist bei uns in Deutschland die Diskussion rund um, wie schützen wir uns, sehr, sehr schnell so ein bisschen umgekippt in eine Diskussion, welche Maßnahmen lockern wir. Unsere Kanzlerin hat gesagt, es gibt Maßnahmenlockerungsdiskussionsorgien unter den Politikern und hat das auch kritisiert. Aber deshalb ist für uns ganz, ganz wichtig, du hast es eben schon mal ganz kurz angeschnitten, wie sind eure ersten Erfahrungen mit den Lockerungen der Maßnahmen? Bisher sehr gut. Wir haben die kleinen Geschäfte geöffnet haben hier keinen signifikanten Anstieg der Neuerkrankungen seither verzeichnen müssen. Das ist einmal eine gute Nachricht. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Lockerungen nicht von heute auf morgen vornimmt, sondern wohl überlegt, behutsam und immer mit 2 Wochen Abstand. So können wir beobachten, wie sich die Neuinfektionen entwickeln und natürlich auch dann entscheiden, ob es notwendig ist, irgendwo gegenzusteuern. Mit 1. Mai werden bei uns die Friseure, die Dienstleister, die großen Geschäfte alle wieder öffnen. Und das Ziel ist, dass dann mit 15. Mai auch die Gastronomie wieder hochgefahren werden kann. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, Sicherheitsvorgaben. Aber doch, das ist unser Plan und aus heutiger Sicht hält der. Aber wie gesagt, wir schauen wie andere auch jeden Tag auf die Zahlen. Genau das hat heute Schlagzeilen gemacht, dass Österreich die Restaurants wieder öffnet. Wie ist da die Risikoabwägung, gewisse Dinge wieder aufzumachen, aber andere Dinge dafür noch zuzulassen? Und wie stellt man sicher, dass eben diese Lockerungen nicht zu schnell wieder zu hohen Infektionszahlen führen? Und warum sind es jetzt beispielsweise ausgerechnet die Restaurants, die wieder aufgemacht werden? Na, es sind nicht ausgerechnet die Restaurants, sondern wir versuchen schrittweise alles wieder hochzufahren, mit Ausnahme von Bereichen wie Großveranstaltungen, die besonders problematisch wären. Die Restaurants stehen ja eh relativ weit hinten in der Kette. Die Geschäfte werden früher geöffnet als die Restaurants. Aber irgendwann müssen die auch wieder aufgehen. Aber natürlich mit besonderen Einschränkungen. Nur eine gewisse Anzahl pro Gästen, die an einem Tisch sitzen darf, ein gewisser Abstand zu anderen Tischen. All das sind Maßnahmen, dass das Infektionsrisiko möglichst gering sein soll. Und wir sind natürlich auch besser geworden im Containment. Also wenn es positive Fälle gibt, dann sind die Behörden heute viel schneller, in Österreich, aber auch in Deutschland, im Testen, im Isolieren und so im Versuch, es regional einschränken zu können. Ich sage dazu, alle Maßnahmen der Öffnung können natürlich nur stattfinden, wenn die Entwicklung, auch was die Ausbreitung der Krankheit betrifft, nach wie vor eine positive ist. Derzeit ist das in Österreich der Fall, aber wir wollen nichts verschreien, wir gehen behutsam vor. Und in ein paar Wochen können wir dann hoffentlich schon mehr sagen. Also wir haben gelernt, es ist ganz, ganz wichtig, einen Fahrplan zu haben, auch wenn man immer wieder auf die Zahlen guckt, aber sich ganz genau zu überlegen, schrittweise, wie öffnet man. Jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage. Ich bin oft in Österreich und ich bin ein Mensch, der wie du auch mit offenen Grenzen aufgewachsen ist. Und ich bin immer nach Österreich gefahren oder geflogen, wann ich gerade Lust hatte, auch spontan. Jetzt wurde auch schon darüber gesprochen. Deine Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat das ja so ein bisschen angedeutet. Ist es als Deutscher möglich, im Sommer wieder Urlaub in Österreich zu machen? Also aus heutiger Sicht gehe ich davon aus. Wir werden den Tourismus in Österreich mit 29. Mai wieder öffnen. Das ist aus heutiger Sicht unser Plan. Und wir sind auch schon sehr stark in der Vorbereitung, was den Sommer betrifft, was Sicherheitsvorkehrungen betrifft. Also man wird natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, in den Restaurants Abstand halten. Aber vieles, was Österreich zu bieten hat, gerade Sport im Freien, die Berge, die Erholung in der Natur, das ist etwas, was ja Gott sei Dank ohne jegliche Ansteckungsgefahr
möglich ist. Und insofern muss man nur in den Restaurants, dort wo gefrühstückt wird, Mittag gegessen wird, Abend gegessen wird, da braucht es ein paar Vorsichtsmaßnahmen, es braucht ein gutes Konzept, aber an dem arbeiten wir. Und insofern bin ich sehr optimistisch, dass das funktionieren wird. Ist das dann innerhalb Europas übertragbar auf andere Länder? Weil dann müssen ja auch, Deutschland müsste es ja quasi auch erlauben, uns rauszulassen. Sind Österreich und Deutschland sich da sehr, sehr ähnlich im Verlauf, um das vielleicht nochmal als Abschluss im Vergleich zu stellen? Naja, also zum einen hast du vollkommen recht, es ist natürlich nicht nur notwendig, dass wir im Tourismus vorbereitet sind, sondern es ist auch die Frage, wie es an der Grenze aussieht. Und ich hoffe doch sehr, dass wir die Grenzen in Europa schrittweise wieder herunterfahren können. Gerade zwischen Österreich und Deutschland gibt es so einen intensiven Austausch, dass eine lange Phase der geschlossenen Grenzen ja eigentlich unvorstellbar ist. Und was uns vorschwebt, ist eine Öffnung ausschließlich zu den Ländern, die auch sicher sind. Wir wollen ja selbst nicht unsere Grenzen öffnen zu Ländern, wo wir Sorge haben müssen, dass wir uns sehr viel an Infizierten ins Land importieren. Aber wenn ich in Österreich reise, dann ist die Ansteckungsgefahr gering, weil im Moment die Zahlen in Österreich irrsinnig gut sind. Wenn ich nach Deutschland fahre, dann ist die Situation in Deutschland eine ähnliche. Und insofern, ob jetzt der Salzburger nach Tirol fährt oder der Salzburger nach Bayern, das macht relativ wenig Unterschied. Daher bin ich durchaus optimistisch, dass wir auch an den Grenzen einen Weg finden werden. Lieber Sebastian, vielen, vielen Dank für diese Infos. Ich kann es auch noch mal ganz deutlich sagen, viele schauen hier in Deutschland im Moment nach Österreich und vergleichen deutsche Politik auch immer wieder mit dem, was ihr macht, weil wir eben bei euch gemerkt haben, es funktioniert. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass man sich da auch ein gutes Beispiel dran genommen hat. Und deshalb ist es uns ganz, ganz wichtig, wir halten zusammen in Europa, kämpfen gemeinsam gegen das Coronavirus und vor allem die Bande zwischen Deutschland und Österreich sind da ganz, ganz eng. Und ich hoffe, der Austausch auch. Und deshalb freue ich mich, dass es etwas Optimismus dann gibt, was den Tourismus angeht und wir schon bald euch mal wieder in Wien und in Österreich besuchen können. Deshalb, lieber Sebastian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute weiter für das Krisenmanagement in Österreich, dass es weiter so erfolgreich weitergeht und vielen, vielen Dank nach Wien. Danke und alles Gute der Jungen Union.